Symptome von HIV und AIDS, Primo-Infektion. Bei den meisten Menschen treten nach der Ansteckung mit HIV-Grippe ähnliche Krankheitssymptome auf. Diese erste Phase nennt man Primo-Infektion. Diese gilt es ernst zu nehmen, denn einerseits sind frisch Infizierte viel ansteckender als später. Andererseits kann eine Soforttherapie unter Umständen dazu beitragen, dass die HIV-Infektion weniger Schaden anrichtet und langfristig vom Immunsystem besser kontrolliert werden kann. Grippe oder Primo-Infektion? Infofilm zu HIV-Primo-Infektion. Wer in den ersten Wochen nach ungeschütztem Sex mit einer Person mit unbekanntem HIV-Status Grippesymptome aufweist, von wenigen Tagen bis einige Wochen, in der Regel 1 bis 4 Wochen, minus sollte deshalb nicht nur einen HIV-Test machen lassen, sondern auch bis zu dessen Ergebnis keinen ungeschützten Sex haben. Häufige Symptome während der HIV-Primo-Infektion können einzeln und in Kombination auftreten. Fieber, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Nachtschweiß, stark geschwollene Lymphknoten, nicht nur im Halsbereich, Halsschmerzen, Hautausschlag, seltener, Muskel- und Gelenkschmerzen, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen, Schleimhautdefekte im Mund und am Genital. Die Symptome klingen häufig nach 3 bis 10 Tagen wieder ab, dauern manchmal aber auch länger. Unbehandelt durchläuft die HIV-Infektion von der Ansteckung mit HIV bis zum Ausbruch von AIDS 3 Stadien. Mehr dazu unter: Was ist AIDS? Risikocheck. Dieser Check gibt eine grobe Einschätzung zu Ihrem Risiko bezüglich einer Ansteckung mit HIV. Beratungs- oder Teststellen in Ihrer Region. AIDS-Hilfe in Ihrer Region.